Es ist wahrlich eine überraschende Kombination. Marius Müller-Westernhagen trifft Sido. Auf der Bühne der Blackbox Music Halle in Berlin begegnen sich am Sonntag, dem 5. Oktober, einer der erfolgreichsten deutschen Musiker und einer der erfolgreichsten Stars der deutschen Hip-Hop-Szene. Ein musikalischer Clash der Kulturen. Die beiden Künstler, die bislang noch nie gemeinsam auf einer Bühne standen, performen bei dem einmaligen Konzert eigene und Songs des jeweils anderen. Das finde ich eigentlich spannend, weil es ein Experiment ist. So ein Lied wie Dicke, ja, das ist so eben proletarisch, eine proletarische Sicht auf Dinge und eine proletarische Art und Weise, Dinge zu beschreiben. So ein Lied wie Dicke hätte ich auch schreiben. Dass er jetzt sogar Songs von mir interpretiert, ist einfach, also ist schon fast unglaublich, ist so surreal. Weißt du, so Westernhagen macht meine Songs, die ich im Kämmerlein geschrieben habe und so. Das ist, ja, ist unglaublich. So, wirklich, für mich ist es eine große Sache. Das kann sehr gut werden, das kann aber natürlich auch in die Hose gehen. Aber das ist das, was zu dem man als Künstler halt immer bereit sein muss. Man muss immer bereit sein, Risiken einzugehen, weil sonst kommt man keinen Schritt weiter und wird auch nie mit der Nasenspitze an den Himmel stoßen. Das geht einfach nicht. Man kann aber genauso gut abstürzen. So. Das ist es einfach. Radio Bremen macht aus dem Treffen ein crossmediales Ereignis im Fernsehen, online und im Radio. Das Musikheldenkonzert wird am Sonntag zeitversetzt ab 22 Uhr als Videostream im Netz zu sehen sein. Mehrere ARD-Radioprogramme übertragen das Konzert am gleichen Abend und in den Tagen danach. Na dann darf das ja auf keinen Fall ein Reinfall werden. Ich glaube, meine Fans werden das feiern. Also die mögen ja auch diesen Westernhagen-Song sehr gerne. Ich habe keine Vorstellung bisher. Ich glaube, der sieht ein paar Musiker da auf der Bühne, die versuchen, den Abend möglichst qualitativ hoch zu gestalten. Und dann hoffen wir, dass da was Gutes bei rauskommt. Ich habe keine Vorstellung bisher.